Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 HD Remake. Tue ich das überhaupt? Ja. Ja, das heißt einfach nur Remake. Ich habe den letzten Part Final Fantasy 7 HD Remake genannt, ne? Warte mal. Nee, ich dachte jetzt, nee. Okay. HD Remix, das ist Kingdom Hearts, genau. Egal, Final Fantasy 7 Remake, so. Das Kleid für Aeris ist fertig. Lass mal abchecken. So, haben wir auch alles erledigt, ja, ne? Ich nehme an, ein neues Kapitel fängt dann jetzt an, wenn wir hier reingehen, ne? Also, ja. Ich habe alles erledigt, ne? Ich muss auch nicht zurückgehen, also, ja. Johnny! Hier warst du also! Tifa ist... also... alleine schaffe ich das nicht! Beruhig dich. Was ist denn los? Corneo soll sich schon bald die nächste Gespielin aussuchen. Und Tifa ist noch in seinen Fängen. Aber ich kann nichts für sie tun. Okay. Ich komm mit. Hey Cloud, darf ich dich Bruder nennen? Nein. Also, echt dufte, dass du dich um Tifa kümmerst, Bruder. Weil er sagt, ich komm mit und jetzt geht er vor. Sag mal, Bruder, wie bist du eigentlich so stark geworden? Ich sagte doch... Wie du kämpfst, ist echt krass, Bruder. So, zack, zack, pickli-pack. Ich wäre auch gern so cool wie du, Bruder. Aber wenn's drauf ankommt, nämlich nicht Bruder, Kumpel. Romantiker in mir Oberhand. Sag mal, Bruder, hast du vielleicht einen Tipp für so eine zart beseitete Seele wie mich? Ich wollte grad mein Schwert ziehen gegen mich. Okay, ich zieh dann mal ab. Naja, du weißt schon, ich will dich schließlich nicht aufhalten. Geh zurück zu Madame M. Sag Aeris, dass ich was erledigen muss. Sie soll auf mich warten, wenn sie fertig ist. Geht klar! Was mich jetzt eigentlich voll abgelenkt, ne? Warum? Ich kann einfach so da reingehen. Irgendwie nicht. Wo sind die Typen hier, die sonst hier Wache stehen? Keine Ahnung. Ach so, da. Ich dachte, ich war jetzt hier schon bei dem seinem Schloss. Hi Leute, na. Ich geh mal hier durch, ne? Du schon wieder. Ich habe ein Empfehlungsschreiben. Ja und? Das ist nur für Frauen. Die Empfehlung ist für Aeris. Ah, die Frau, mit der du unterwegs warst. Mein herzliches Beileid. Wie auch immer, als Mann hast du ja keinen Zutritt. Ich frage dich nicht um Erlaubnis. Hä? Ich warne dich. Don Corneo ist ein furchterregender Mann. Wenn du hier einen Aufstand machst, wird irgendjemand dafür büßen müssen. Wer das sein wird? Vielleicht jemand, dem du helfen möchtest. Vielleicht aber auch jemand, der gar nichts damit zu tun hat. Verstehst du? So läuft das auf dem Wallmarkt. Euch bleibt noch ein bisschen Zeit, bis die Brautschau anfängt. Wenn du wirklich ein Empfehlungsschreiben hast, dann bring diese Frau hierher. Ich persönlich kann dir aber nur davon abraten. Was soll das denn heißen? Findest du, dass Aeris nicht hübsch ist? Meint ihr das gerade mit herzliches Beileid? Ich gebe dir gleich eine. So, also, was sollte jetzt dieser Besuch? Wir haben jetzt eigentlich nur herausgefunden, was wir eigentlich schon wussten. Hey, Platz da! Wir sind doch hier nicht im Zoo! Verschwindet! Horst zieht Leine! Okay. Da bin ich. Wie ausgewechselt. Angeblich steht Corneo auf so eine Aufmachung. Fühl mich wie ein Staubwedel, so pauschig. Oh, ach, wirklich? Hey, Cloud. Oh.
Entschuldige. Übrigens, Eris, hatte dich meine Nachricht nicht erreicht? Doch, hatte sie. Aber ich konnte nicht warten, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Ich hoffe, dir ist klar, dass du dich hier auf eine gefährliche Sache einlässt. Wer weiß, was dich auf der Brautschau erwartet. Ich kann dich nicht alleine gehen lassen. Alleine? Von alleine war nie die Rede. Hier, komm mit. Wo willst du hin? Madame M. hat mir da so etwas erzählt. Es soll jemanden geben, der dich ganz interessant findet. Hm? Okay. Ich weiß, wohin das führt. Sehr gut. Na gut. Aber sogar neue Haare sehe ich. Also Zöpfe hinten. Hey, Kleine. Das ist ja ein heißes Auto. Das ist ja mal ein mein Gott. Mädchen. Ja, okay. Ich glaube, wenn jemand hier mit so einem Kleid auftaucht, in so einer Ecke. Ich dachte erst, sie wird den einklatschen, weil er zu ihr rüber gesehen hat. Hey, hast du übrigens neue Sachen? Nee, ne? Nicht du. Hey, süß, geh weg. Wie sieht's aus? Kann man sich mal kennenlernen? Ist beschäftigt. Oh, ich kann auch gar nichts machen. Ja, weil ich hier nichts machen kann, ne? Na gut, wer findet mich denn so interessant? Ich habe so das Gefühl, ich weiß wer. Aber ich glaube, wir sind schon da vorbeigelaufen, ne? Oh Gott. Ganz genau, am Honigtöpfchen. Um dir ein Empfehlungsschreiben von Anjan zu holen. Wäre das nicht toll? Dann könntest du mich zu Don Corneos Brautschau begleiten. Und Cloud, Frauenkleider würden dir sicher auch super stehen. Was? Madame M. meinte zu mir, es sei total selten, dass Anjan sein Auge auf jemanden wirft. Das heißt, deine Chancen stehen bestens. Moment. Willst du denn nicht auch tiefer befreien? Aber... Keine Widerrede. Dein Einsatz ist schon entschieden, okay? Wir müssen nur noch Einzelheiten besprechen. Anjan soll ein sehr redlicher Mensch sein. Sogar die Madame schätzt ihn. Ich würde sagen, wir versuchen es ehrlich und direkt. Keine Sorge, wird schon schief gehen. Okay. Willst du denn nicht auch tiefer befreien? Nur wenn Künstler und Publikum einstehen, kann die Show wirklich gelingen. Cloud irgendwie gegen alles ist, aber trotzdem irgendwie doch immer mitmacht mit allen, was man ihm vorschlägt, ne? Ich habe die Ehre, Sie im Honigtöpfchen begrüßen zu dürfen, wo Ihre süßesten Träume wahr werden. Ich möchte mit Anjan reden. Sie müssen Cloud sein. Anjan erwartet Sie bereits. Woher weißt du? Mir wurde aufgetragen, Sie zu ihm durchzulassen. Anjan wird Sie an der Bühne im Hauptsaal erwarten. An der Bühne? Genau, mein Herr. Gehen Sie einfach geradeaus durch die Tür dort hinten. Okay. Endlich im Honigtöpfchen. Wie habe ich das getroffen? Ich glaube, ich war auch nur ein einziges Mal im Honigtöpfchen im Original, weil ich habe da immer irgendwie verpasst, da reinzugehen. Aber irgendwie so eine sehr kurze Spanne, wo man da reingehen konnte. Und störe ich gerade? Oder ist der Truhe? Entschuldige mich. Ich tue noch mal kurz plündern, ne? Und was glaubst du, was das hier ist? Hm. Ja. Vielleicht ein Kreis? Wer bist denn du? Naja, auch egal. Und jetzt darfst du mal erraten. Was glaubst du, was sie uns zeigt? Keine Ahnung. Sieht irgendwie nicht wie ein Kreis aus. Strich. Strich. Ein Kreuz. Das war leider falsch. Mann, Mann, Mann. Das war ja schlecht. Willst du dich vielleicht noch mal an dem Spiel versuchen?
Ich sehe irgendwie, wie die nur so zwei Striche zieht. Das war... Na gut. Warum mache ich das hier gerade? Tada! Super! Das war die richtige Antwort. War nicht mal annähernd ein Dreieck. Ausgezeichnet! Wusste ich doch, dass ich dir vertrauen kann. Hä? Keine Ahnung. Ja, ich gehe dann mal. Ja, falls ihr denkt, das ist so einer dieser Clubs, dann ja, habt ihr recht. Na endlich! Wir haben Sie schon erwartet. Bitte nehmen Sie hier Platz. Nein, ich will doch nur. Oh, huh? Haben Sie sich vielleicht im Zimmer geirrt? Oder sind Sie einfach nur schüchtern? Sehr schade. Dabei wären Sie echt mein Typ. Na okay. Ja, da müsst ihr euch mal vorstellen, das war damals im Spiel genauso. Zwar nicht in so einer hochqualitativen Grafik, aber das Konzept war trotzdem da. Ja, auch das war auch im Original, wo man so durch so ein Schlüsselloch gucken musste. Ist das nicht auch einer der... Ist das nicht irgendwie einer der Leute von Shinra? Wenn ich mich nicht irre. Ich krieg dich, Schätzchen. Okay. Gibt es solche Clubs eigentlich wirklich? Ich sehe sowas ehrlich gesagt immer nur in Serien oder Spielen oder so, aber gibt es solche Sachen eigentlich wirklich? Tut das gut. Ich meine, weiß nicht. Warte. Oh, ich kann sogar zoomen. Was macht der da? Ja. Okay, anfassen. Nein. Das ist so wie ich in der Öffentlichkeit. Nein, nicht anfassen. Na gut. Alles klar. Was geht? Wir haben Sie schon erwartet. Sie müssen der Kunde sein, der nach Anjan verlangt hat. Sie sind zum ersten Mal hier, nicht wahr? Sollen wir schon mit der Tanzübung anfangen? Tanzen? Warum? Anjan hat eine Tanzübung verordnet. Hier drüben. Komm schon. Moment. Okay, die Tasten passen zum Rhythmus der Musik, wenn sich Felder und Rhythmuslinien überlagern. Beim fertigen Abschluss erhältst du möglicherweise ein Souvenir. Schon verpasst, ey. Wahnsinn! Okay, Cloud, was machst du hier eigentlich? Genauso. Was war das denn? Noch Mann. Oh Mann. Habe ich doch noch mal versuchen. Großartig. Aber das kann doch nicht ihr erstes Mal gewesen sein, oder? Ja. Ich bin perfekt. Jetzt bin ich perfekt. Das scheint mir ja richtig zu gefallen. Da sind nur 10 Dinger. Komm, das werde ich schaffen. Genau darauf habt ihr alle gewartet, als ihr Final Fantasy 7 als Remake haben wolltet, ne? Wahnsinn!
Wette. Alle haben darauf gewartet. So. Let the battles begin. Remake, Alten. Cool. Aber das kann doch nicht. Okay, ich habe ein Lied bekommen. Warum nicht? Bitte, der Herr. Hier geht es entlang. Cloud, schön dich zu sehen. Du steckst voller Überraschungen. Hey, wir möchten Sie bitten, hier etwas zu warten, bis Anjan kommt. Sie sind aber durchtrainiert. Entspannen Sie sich einfach. Was passiert jetzt? Ich habe das Gefühl, hier muss ich irgendwie auf Copyright achten. Weiß ich nicht. Das ist wie ein offizielles Musikvideo oder so. Und dass ich irgendwie darauf aufpassen muss. Honeybee. Ja, das ist ein bisschen anders, die Erfahrung hier. Als im Original. Ich glaube sogar nicht, dass das Original war genauso schräg. Ich glaube sogar noch ein bisschen schräger an einer Stelle. Willkommen im Was geht? Ach, ich habe mal doch gesehen. Im Colosseum. Sollst du haben? Also, zeig mir mit einem Tanz, dass du eine würdige Braut abgeben wirst. Wie bitte? So, Cloud gleich sein Schwert raus, metzelt hier alle ab. Oh. Herausforderung angenommen. Mal sehen, ob du mithalten kannst. Jetzt tanzen. Was spiele ich ja gerade? Das ist jetzt nicht das, was ich erwartet hätte, als ich mich auf das Final Fantasy 7 Remake eingestellt habe. Gott. War nicht perfekt, leider. Was spiele ich ja gerade eigentlich? Egal, es ist wunderschön. Ich bin wunderschön. Cloud ist wunderschön. Es ist aber echt schwer, die Dinger irgendwie zu, eben so im Augenwinkel irgendwie zu haben, finde ich. Oh Gott, dann noch gezählt.
Nein, ich habe einen verpasst. Wer es hat jetzt da irgendwie gescheitert, ey. Dass ich das jetzt noch mal machen muss. Nein. Also wenn du mir jetzt noch mal eine Auswahl geben, dass ich das noch mal machen soll, ne? Dann werde ich das natürlich machen. Sehr schön, wie ergreifend. Gott, mach das nie wieder. Also, ich werde mein Bestes geben, um aus dir die heißeste Braut hier zu machen. Ja, dann lasst uns die Show beginnen. Gott, jetzt los. Ich weiß, was als nächstes kommt. Und niemand in diesem Club denkt, dass hier ist voll merkwürdig. Einfach zauberhaft. Deswegen ist es das allergeilste Spiel. Oh, wunderschön. Ganz Ohrringe, Tanzkönig, okay. Ein Trophäe bekommen. Komm. Nee, Mann, das war ein sehr gutes Ergebnis. Perfekt. Wahre Schönheit kommt bekanntlich von innen. Hörst du, Cloud? Es ist egal, ob du Mann oder Frau bist. Leg all. Warum muss ich mich dann als Frau verkleiden? Klar, warum nicht? Die Show heute war ja mal echt der Hammer. Diese Drehungen, so anmutig und graziell. Aber ich muss ja das steuern. Komm schon, nur ein Drink. Das bei dir quatschen wir noch ein bisschen. War das improvisiert? Bestimmt. Laut. Der Junge schien extrem wirklich beeindruckend. Ich möchte sterben. Ist was? Ich werde aus diesem Viertel nicht schlau. Hör bitte auf. Ein Wort. Nur eins. Nein. Nein. Aber du bist so süß. Ja, natürlich bin ich das. Ich bin Cloud. Mietgas nächstes Topmodel. Natürlich. Was geht, Leute? Na, kann ich dieses Tanzding noch mal machen? Na, wahrscheinlich nicht, ne? Hi. Deine Waffe und deine Kleidung lasse ich dir nachher bringen. Keine Sorge. Ab jetzt bist du auf dich allein gestellt. Okay. Bis bald. Wir warten auf dich, ihr Bienchen. Brauchen schließlich unsere Bienchen. Na gut, dann gehen wir mal und retten tiefer. Okay. Ist genauso schräg wie im Original, nur dass man nicht irgendwie eine Wanne mit eingehüllten Muskelprotzen, der gefangen war. Und ja, das kam im Original vor. Und ist in irgendeinen Raum gegangen. Irgendwann sind alle Lichter ausgegangen, dann ist man irgendwie in so eine Badewanne aufgewacht und da waren so ein Haufen nackter Muskelprotze, die mit einem in der Wanne saßen. Und ich wiederhole, das kam im Original vor. So, ich frage mich, wie war ja wohl diese Schatztruhen jetzt waren, ne? Kann ich jetzt mit Sexy Cloud dahin gehen und die sagen so, oh, werte Dame, sie wollen in die Kiste, na klar, machen wir Platz für sie. Irgendwie so was. Aber da muss man, glaube ich, jetzt mal irgendwie so durch so
irgendwo durchklettern oder so, ne? Und das geht, glaube ich, nicht. Ich habe es gerade gemerkt. Also ja. Nein, okay, dann nehme ich mal an, die Truhen komme ich alle nicht. Aber war, glaube ich, auch nicht das letzte Mal, dass wir im Walmart sind. Deswegen, ja, irgendwann wird es die Chance ergeben. So, jetzt gehen wir zu Don Corneos Villa. Weil ich glaube, das machen wir im nächsten Part. Ne? Halt da, Paul. Wow, so eine schöne Frau habe ich noch nie gesehen. Hey, ich dachte, wir lagen wirklich total daneben. Hey, du bist doch dieser Jojo-Charakter. Ich bin extra für deinen großen Auftritt vorbeigekommen. Und es hat sich mehr als gelohnt. Kniebeugen schaffst du in dem Outfit nicht. Aber komm gern vorbei, wenn du dir was Gemütlicheres angezogen hast. Na gut. Also ich mich auch frage, ich glaube, im Original konnte man verschiedene Kleider irgendwie haben. Da muss man irgendwie, weiß ich nicht, so verschiedene Sachen sammeln. Das lief ungefähr so ab. Man musste irgendwie diese Kniebeugen Minimission machen. Und je nachdem, wie man abgeschnitten hat, hat man eine Perücke bekommen. Da musste man irgendwie, weiß ich nicht, an so einen Kleidermacher irgendwie beschreiben, was für ein Kleid man haben will. Ob das irgendwie, weiß ich nicht, sanft, keine Ahnung. Was war das nochmal? Sanft, flauschig und irgendwas anderes oder glänzend ist. Je nachdem, was man für Auswahlen getroffen hat, hat man ein anderes Kleid bekommen, glaube ich. Ich habe immer irgendwie das gleiche aber irgendwie bekommen, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ja. Ich frage mich, ob das auch hier irgendwo der Fall wäre. Und man weiß es nicht, wenn man eine andere Handmassage gewählt hätte oder wenn man da tanzen irgendwie schlechter abgeschnitten hätte, weiß ich nicht. Irgendwie sowas. So, ich würde sagen, aber wir machen hier einen Schnitt. Gehen im nächsten Part in Don Corneos Schreckensvilla rein. Aber vorher tun wir noch mal für Aeris hier den Magiestab ein bisschen hochleveln, damit sie, wenn sie das nächste Mal kämpft, jetzt nicht so auf die Phrase bekommt. Erstmal gucke ich natürlich Search Hand von elementar basierende Materia. Schaden von Waffen, die mit Elementieren. Waffen. Okay. Zusätzlicher Materia-Slot. Perfekt. Boom. Denkt noch eine Materie. Schaden von normalen Angriffen. Schockflatterer. Das hatte ich schon mal irgendwo, aber ich weiß jetzt nicht mehr, was das nochmal ist. Ein Spezialfertig. Bei Spezialfähigkeiten gegen Gegner in Schockzustand TP. Okay, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir gehen auf magische Attacke erstmal überall. Weil der Stab ist ein bisschen schwächlicher als die anderen. Hm. Das war kostspielig jetzt 12. Aber jetzt ist er stärker. MP-Maximum wäre natürlich auch nicht schlecht. Ich überlege, wie kann man, egal was ich hier nehme, ich kann, ja, ich nehme MP Maximum plus 10 mal und ups. Schon Fehler gemacht, egal, dann tun wir hier noch MP erhöhen, hat wenigstens viel MP. So, ist leider nicht so stark wie, das ist interessant mit den Waffen, der jetzt stärker hat, aber weniger. Dabei ist, dabei hat der hier aber viel mehr Materia-Slots. Das ist gut gemacht. So, ich habe hier übrigens alle möglichen Materien jetzt hier gegeben. So, heilen, Frost, Luft, Glut. So, was nehmen wir denn noch? Die hat MP 77. Würde sagen, Barriere könntest du auch noch einnehmen, ne? Wird, glaube ich, irgendwann nützlich sein, ne? Ich brauche mal bessere Armreife und so. Egal. Ich tue jetzt mal den, aber ich habe noch gar nicht geguckt, was ihre Fähigkeit mit dieser Waffe ist.
Beschwöre ein Naturwesen, das zeitweise Magie wirkt und den Einsatz von Magie und Fertigkeiten einen Zusatzangriff hinzufügt. Fertigkeiten und Magie einen zusätzlichen Schlag auslösen. Okay, keine Ahnung. Gut, dann würde ich sagen, ich beende Part hier. In der nächsten Folge gehen wir dann in Don Corneos Villa, Schloss, was auch immer. Und ja, dann wird die Sache immer noch ein bisschen merkwürdig, ne? Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr hinterlasst, doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder, hoffentlich. Tschüss.